Und Andreas Stamm in London, auch an Sie die Zeitfrage, die ich gerade eben ja auch nach Brüssel gestellt habe. Wieso wieder alles auf die letzte Minute? Gefühlt hatte man doch Zeit, das alles zu verhandeln. Naja gut, es war schon sehr ambitioniert, ein Handelsvertrag, ein Abkommen über die künftigen Beziehungen, das ja eigentlich viel mehr sein sollte als nur dieser Handelsvertrag. In 11 Monaten, denn das war ja jetzt am Ende die Zeit, die man hatte, wirklich unter Dach und Fach zu bringen. Der Kollege in Brüssel hat es ja erklärt, was das für ein Konvolut ist und um wie viel Geld es geht. Also das war schon sehr sportlich. Aber dass es eben wieder mal auf den letzten Meter geht, liegt wohl daran, dass es eben um die Gretchenfrage des Brexit schlechthin geht hier in Großbritannien. Warum sollen wir uns weiter EU-Regeln unterwerfen? Das war ja der ganze Akt, zu sagen, wir wollen nicht mehr, wir wollen uns Regeln, die in Brüssel gemacht werden, nicht unterwerfen, deshalb Brexit. Aber wenn man eben bei der Fischerei oder vor allen Dingen auch bei den Wettbewerbsbedingungen, also faire Wettbewerbsbedingungen, wenn man da weiter Regeln aus Brüssel akzeptiert, was soll dann das mit dem Brexit? Und da tut sich Boris Johnson unglaublich schwer, weil er auf der anderen Seite weiß, wenn er No Deal geht, dann ist man zwar souverän, aber der Schaden für die Wirtschaft, der wird massiv sein. Da sind sich eigentlich fast alle Experten einig, bis auf wenige Ausnahmen. Und er wird größer sein zum Beispiel als das, was Corona der britischen Wirtschaft in diesem Jahr angetan hat. Und nur zum Vergleich, es war ein Minus von 11,3%. Das wird vorausgesagt für 2020. Der größte Einbruch seit Menschengedenken, sage ich mal, in Großbritannien. Vielleicht im Zweiten Weltkrieg, da hat man, glaube ich, solche Daten noch nicht berechnet. Aber das war schon massiv. Das wird massiver werden. Und das ist natürlich Kopfzerbrechen. Souveränität oder wirtschaftliches Wohl oder das Schlimmste verhindern. Und diese Entscheidung muss Boris Johnson wohl treffen. Und das hat er bis jetzt nicht. Na, wo oder in welchem Thema wäre Johnson denn bereit, auf den letzten Metern der EU dann doch noch entgegenzukommen? Es ist, auch da gilt, was der Brüsseler Kollege gesagt hat, unglaublich schwierig. Denn es ist diesmal wirklich dieser berühmte Tunnel, aus dem nichts rausdringt, in dem sich die Verhandler da befinden. Das ist sehr viel Spekulation. Gestern Abend hieß es zum Beispiel, es gibt einen Durchbruch beim Thema Fisch. Pustekuchen, ein Strohfeuer, keine Stunde später oder spätestens heute Morgen war es dann schon wieder dementiert, kein Durchbruch bei nichts. Aber beim Fisch muss man sagen, es geht natürlich da um nationale Symbolik für Boris Johnson, gerade Take Back Control over Our Waters, die Kontrolle über unsere Fischgewässer zurück. Das war einer der Slogans des Brexit-Referendumswahlkampfs und da steht er natürlich jetzt sozusagen im Wort. Allerdings, das ist gesamtwirtschaftlich so unbedeutend, bei allem Respekt für die Fischerei, dass man da eigentlich, es ist ein Verteilungskonflikt, da kann man über Quoten, über mehrjährige Pausen oder über Dinge nachdenken, die das verschieben, die das verlängern, das wird man lösen können. Bei den fairen Wettbewerbsbedingungen, wo es dann wirklich darum geht, dass Großbritannien weiter Regeln aus der EU befolgen müsste, da wird es wirklich schwieriger, denn da geht es, wie gesagt, ans Eingemachte des Brexit und da wird es ihm schwerfallen. Brüssel hat gesagt, das muss er tun, da muss er sich bewegen. Wir sind die Größeren, du willst freien Zugang zu unserem Binnenmarkt, dann musst du Teile unserer Regeln akzeptieren. Ob Boris Johnson diesen Schritt gehen wird, bislang hält er sich das offen und die 50-50-Stimmung ist zurück. Also hier in London, man weiß nicht so recht, nach welcher Seite der Stein da nun letztlich fallen wird. Na, was genau würde es denn für London bedeuten, wenn das heute oder Ende dieser Woche scheitert? Es wäre ein massiver Schlag für die britische Wirtschaft, die jetzt schon viel verloren hat. So viel ist klar, auch in den Jahren davor, wo der Streit hier ging. Aber dann würde zu dem, was alles nicht mehr geht, dann eben noch vor allen Dingen Zölle kommen für Nahrungsmittel, für die Landwirtschaft. Es wird die Autoindustrie treffen, die natürlich auf Just-in-Time angewiesen ist. Da werden Unmengen von Laster jedes Jahr vom jeden Tag vom Kontinent nach Großbritannien und zurückgeschickt. Und das ist ein großer Sektor hier in Großbritannien. Also die Wirtschaft sagt, wir kommen mit diesem Deal, der jetzt ausgehandelt ist, der ein sehr harter Brexit ist, da kommen wir irgendwie zurecht, auch inmitten dieser Corona-Krise. Das wird wehtun, aber das stemmen wir irgendwo. Aber ein No-Deal mit all dem, was dann noch dazu kommt, das wird ganz schwierig. Und politisch ist das natürlich eine Bankrotterklärung für Großbritannien, für die EU, dass man so viel Kapital investiert hat und nichts dabei rumkommt. Es könnte die weiteren Beziehungen auf Jahre hinaus oder Monate, Jahre hinaus vergiften. Und da stehen viel wichtigere Entscheidungen oder viel größere Entscheidungen ja auch noch an. Klimawandel, wie
Finanzdienstleistungen ganz wichtig für Großbritannien, ob die weiter in Europa angeboten werden können, da muss sich die EU dann zu äußern. In einem Klima des Deals wird das alles sehr viel freundlicher und sehr viel positiver ablaufen. Im Klima eines No-Deals drohen da große Verwerfungen. Also da steht für Großbritannien sehr viel auf dem Spiel. Und deswegen kann man vielleicht auch verstehen, dass Boris Johnson sagt, solange es noch eine Minute gibt, diese Entscheidung auszuweichen, dann werde ich diese Minute nutzen. Andreas Stamm, vielen Dank für den Augenblick nach London.